Moin Leute, willkommen hier bei World of Warships. Wir sind heute in der Venezia in der Keilerei. Und ich werde jetzt mal ein bisschen hier so lang fliegen. Und mit dem SAP ist das Geile gegen Kreuzer. Wir können alle snimmen. Das war richtig hart. Und wir sind sehr beweglich. So, die Torpedos sind tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schlecht, denn ich glaube, die werden eh nicht treffen. Schließlich sind die so langsam. Aber ich habe auch echt gedacht, dass die irgendwie. Ja, später irgendwie besser da reinfahren können. Vielleicht auch, das wäre echt gut gewesen. Kriegst du denn gegen eine Napoli und eine Puerto Rico hin? Ich glaube eigentlich nicht, ne. Das muss ich jetzt smart spielen. Okay, er fährt schneller als gedacht. Okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit Brezel, ne? Der Junge. Die Napoli verzüchtigt. Ich werde jetzt hier trotzdem bleiben erstmal und warten, dass die Puerto Rico zu mir kommt. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, in den Seide geschossen zu werden von der Napoli und einer Stalingrad, ey. Also Stalingrad schon mal gar nicht. Der wird mich ja eh bis hart snacken, der Junge. Ich glaube, jetzt ist es gut, wenn wir wieder auf Vollspeed machen. Und für die Abpraller. Als ob die Napoli gewartet hat, ey. Das ist schlecht. Oh, der fährt auf safe dagegen, oder nicht? Ja, ist okay. Erste Runde Venezia in diesem Modus war ein bisschen holprig, aber ich glaube, am besten kann man dieses Schiff doch spielen, dann in diesem Modus, wenn man dann ein bisschen auf Abstand bleibt und seine Mates versucht zu supporten. Aber wir haben schon mal einen Radarkreuzer rausgehauen, das ist schon mal ganz toll. Die Feinde haben sogar jetzt auch Napoli noch verloren. Das ist sehr gut. Wir haben ja auch eine Puerto Rico. Was für ein Schiff wäre eigentlich noch gut in diesem. Also ein Stalingrad auf jeden Fall wäre noch gut in diesem Modus. Aber abgesehen von Stalingrad, ich meine, es gibt doch bestimmt noch andere schöne Stufe 10er Kreuzer. Hindenburg. Salem kann ich auch spielen. Warte mal, was gibt's denn noch? Welche Schlachtkreuzer, die ich noch habe? Ist das Stalingrad? Warte mal, also Petro hatten wir ja schon. Napoli auch. Puerto Rico habe ich nicht. Frag mich nicht warum, ist halt, naja. Wollte den Leuten halt kein Geld in den Rachen schieben, die da halt irgendwie viel Geld auch mal für diese Schiffe haben wollten. Zumal ich habe eine Alaska deswegen und Alaska ist halt eine Puerto Rico nur halt besser, finde ich. Also. Und du bist halt eine Stufe niedriger. Stimmt nicht falsch, Puerto Rico ist nicht schlecht.
Weil ich finde Alaska deutlich besser. Hm, was gibt's denn noch eigentlich? Also Des Moines und so. Hm. Also Hindenburg auf jeden Fall, klar. Venezia ist eigentlich auch ganz gut wegen der Smoke und so. Ich habe tatsächlich damit gerechnet. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass die Napoli da bleibt. Ich dachte echt, dass der wegfährt. Aber der ist dann doch clevererweise da stehen geblieben. Hat mir vorher was reingedrückt. War ein bisschen blöd dann jetzt natürlich. Da wären wir jedenfalls noch die Puerto Rico rausgehauen. Sonst hätten wir jetzt noch einen Puerto Rico in der Flanke. Das wäre nicht so schön. Das Ding ist also, wenn du so einen Schlachtkräuter spielst, ich meine, so eine Stalingrad, wenn so ein 1 gegen 1 gegen das Moins, würde ich schon sagen, dass eine Staling da irgendwie dann doch schon verliert eigentlich, weil ich meine, das Moins kann einen die ganze Zeit voll hat zu spammen mit HE oder sonst was. Und du hast halt richtig lange Nachladezeit und das braucht halt Zeit. Übrigens, warum er auch immer jetzt Breitseite zu der des Moins steht, da freut er sich jetzt wahrscheinlich richtig der Feind, weil das Geilste für das Moins ist eine Breitseite. Sonst auf so Close Range. Das war's jetzt für unseren Kollegen. Weil er so unbedingt die des Moins, die Shani pushen würde. Naja. Eigentlich so eine Hindenburg ist noch nicht ganz geil in diesem Modus, weil er Torpedos hat, sonst kannst du Leute einfach übelst pushen, ne? Okay, das war's. Müssten wir nicht, ja, das müssen wir nicht gewonnen haben. Das würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Ja, das zeigt auch noch genug Breite, dass er ihn noch schön. Die Puerto Rico Stalingrad haben sich kein Stückchen wegbewegt von dem Punkt, wo sie angefangen haben. Und stehen da halt immer noch. Oh Mann. Ja. Venezia. So, das nächste Mal versuche ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen. Na, mal gucken. Ein bisschen auf Abstand bleiben, vielleicht. Mal gucken. Bis gleich. So, in zweiter Runde. Salem, Moskwa, Moskwa, Smolensk, Hindenburg. Wir haben Des Moines, Petro Pavlos, Napoli, Venezia, Gunlu. Okay, wir haben jetzt mal sehr viel Unterschied zur letzten Runde mit den ganzen Des Moines und Salems. Dann lass uns mal. Oh, Napoli kommt mit mir. Oh, ein italienischer Push, wie wär's, hm? Napoli ist eigentlich perfekt für diesen Modus, Alter. Gute Panzerung, schnell, beweglich, Torpedos, gute Kanonen. Panzer, also das hat eigentlich alles und Leben vor allen Dingen auch. Also du kannst ja echt Stress machen mit dem Schiff. Wie viele Kilometer gehe ich auf? Oh, die sind da gespawnt. Okay, das ist interessant. Ich dachte irgendwie die spawnen woanders. Keine Zitadelle, also schade. Okay, Moskwa kann ich eigentlich nichts anrichten mit den. Ich habe ja keine HE, ne? Ist ein bisschen blöd jetzt. Kann es natürlich versuchen, aber ich habe da irgendwie keine Hoffnung, dass ich den Typen richtig was reindrücken kann. Wenn ich seine Aufbauten treffe, klar, aber. Die muss ich ja auch erstmal treffen, ne? Ich glaube, ich sollte eher auf SAP bleiben, auf jeden Fall. Sein, ich habe halt eine übelste gute Breitzeit zum Abschießen. Das ist das Schöne an diesem beweglichen Schiff. Du kannst, wenn Schiffe reinkommen, trotzdem noch schnell anwinkeln. Wir können nicht wirklich flankieren. Hm.
Können wir da rüber? Ja. Okay, wenn unsere Napoli pusht, komme ich mit. Wenn jetzt alleine pusht, hat er vielleicht so viel Unterstützung. Ich kann er, glaube ich, gebrauchen. Ich kill ihn nicht? Okay. Interessant. So safe davon ausgegangen, dass ich ihn kille, aber ich bin jetzt eigentlich scharf auf eine Moskva bereits alle mit meinem AP. Denn... ja, wäre schon, ne? Deswegen. Ach, Moskva ist so ein schönes Schiff. Ich liebe es. Oh fuck, aber... muss aufpassen, die Teile sind auch echt schmerzhaft, wenn sie treffen. Ich Smolensk haben auch was reingedrückt, Mann. Heilige. Oh, Napoli. Das ist echt viel Preiset zu einem... ach, der hat die Torpedos hinten, ne? Ja gut, aber ob er den jetzt dadurch killt durch diesen Abwurf? Ja, glaube ich nicht. Das glaube ich nun wirklich nicht. Machen wir ein schönes italienisches, russisches Sandwich. Da habe ich Bock drauf. Leute, warum rammt er ihn denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Junge. Das macht halt echt gar keinen Sinn. Aber die Napoli hat ihn gekillt, ohne zu sterben, okay. Out my way, bitch! Ah, so viel Kanonen, das ist geil. Oh, 1 gegen 1, cool. Full Life, Nevsky, Nevsky vor allen Dingen. Ach, Nevsky kann man auch spielen in diesem Modus, genau, stimmt. Ich habe gar keine Nevsky hier gesehen bis jetzt, Heilige. Warum gar nicht, weiß ich gar nicht. So, I'm not detected, my friend. So, ein bisschen SAP nicht reindrücken. Ah, welcher Torpedo trifft da, Junge? Woo! Der deine kleine langsame Torpedo hat sein Ziel gefunden. Und zwar an dich, du kleine nervige. Ja, ich wollte jetzt nicht ein böses Wort sagen. Quatsch, ich doch nicht. So, das war schon mal eine bessere Runde nach meinem Geschmack, würde ich sagen. Napoli ist mir richtig geil gepusht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass unser ganzes Team gestorben ist, alle Heilige. Spielt gut, gute Manieren. Und der hat ihn einfach gerammt, der hat eine Ramp-Lag gehabt, lol, und hat es einfach überlebt. Heilige. Hab mir schon gefragt, warum rammst du ihn? Aber er hat es einfach überlebt. Das erste Mal, dass ich einen wirklich Ramm gesehen habe, der wirklich was bringt, wo man überlebt und, weißt du? Ach, Mann. Trotzdem, ich glaube, an sich wäre es... obwohl, naja, sonst hätte ihm... ja, man weiß nie. Ich meine, ansonsten hätte die Moskau ihm vielleicht noch was reingedrückt an sich und dann... seine Torpedos waren vielleicht kaputt. Er hat ja die einen auch schon geworfen gehabt, naja. Und ansonsten wäre halt die Salem da noch gewesen, die natürlich auch noch die Breitseite weggeschossen hätte. Deswegen wäre es dann an sich doch jetzt, wenn ich überlege, schon ein smarter Move. Naja. Gut, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. So, dritte Runde. Und diesmal haben wir zwei des Moins. Einmal Salem, Moskva, Napoli, Heilige, okay. Da hinten ist die Moskva auch schon aufgelegt, tatsächlich. Ich jetzt überlege, ich würde gerne die Schüsse... oh! Ich mag es nicht, aufgedeckt zu sein jetzt schon. Steht er einfach still auf der Stelle? Ernsthaft jetzt? Tatsache. Oh Mann. Ja, Aufbau und Treffen ist echt herzhaft. Allein schon, dass ich hier bin, ist auf jeden Fall schon mal
Eine sehr nervige Sache für die Feinde. Denn, wie man ja in der zweiten Runde eben gesehen hat, können wir mit dem Schiff auch durchaus was, was an Zitadellen raushauen, weil wir ja auch so viel Türme haben an sich schon. 15 Schüsse ist schon heilige. Das ist schon krank. Ja, gut, irgendwie nicht so gekommen, wie ich gehofft habe, Mann. Verdammt. Warte mal, was macht denn der Kollege da? Ah, da ist mein kleiner Kollege, den wir gleich killen werden. Cool. Kann ich jetzt hier denn auf dieser Entfernung? Ich glaube, das ist ein Ja. Machen wir im Smoke, Alter. Ich habe jetzt keine Lust hier Schaden und so. Möchte ich nochmal im Finishen. Können wir ihn finishen? Nee, halt an, ne? Schade. Haben auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Das war echt zu viel Beizeile, verdammt. Bitte? Okay. Mich habe ich Geburtstag? Heilige, was bist du für ein Geller? Junge. Mach den, Alter. Mach ihn sowas von. Hi. Na, Schnuckel. Also sieht uns alle eigentlich, dass ich das nicht überleben werde, ne? Aber ich meine, selbst wenn nicht, mir doch egal. Hat er nicht geschossen erst, Heilige? Du lenkst doch bestimmt weg. Hier kommen den langsamsten Torpedos der Welt. Ah, verdammt! Komm schon! Alter, Junge, ist nicht langsam. Hat er ihn noch seinen Arsch aus dem Weg geräumt, ey. Was ist mit meinem Team jetzt los, Alter? Eine ganz schlechte Situation für dich, mein Freund. Aber wir haben einen schönen Push gemacht, finde ich geil. Ich fand meinen Push echt gut. Ich hatte eine Salem. Ich habe die eine Salem da übelst runtergehauen auf der anderen Seite und verstehe nicht, wie meine ganzen Mates wieder gestorben sind, ganz ehrlich. Also, wenn du dich nicht für einen entscheidest, um den schnell zu finishen, ne? Ich würde erstmal die Smoins killen, weil die ist ja irgendwie dann schon gefährlicher, so nah dran. Ich glaube, das ist eh zu spät, er hat's verkackt. Ja, jetzt zeigt er wieder viel zu viel Breite, und er stirbt jetzt, glaube ich, auch, ja. Okay. Ich sehe, man jetzt wieder fast, ja, okay. Super Heal, Alter, what the fuck. Ist einfach wieder fast hochgeheilt. Oh Mann. So. Ja, ich meine, ein guter Push war es auf jeden Fall. Hat's gereicht? Leider nicht. So, was ich besser hätte machen können, wahrscheinlich die Salem torpedieren, indem ich die Torpedos nicht so gewechselt hätte, aber ich bin echt davon ausgegangen, dass er da reingefährt, aber ich glaube, der wahrscheinlich Hydro oder so angehabt, ne? Dass ich die, dass ich auf einmal nicht, dass bei Moskwa, als ich an der vorbeigefahren bin, konnte ich erst nicht schießen, ganz komischerweise. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich habe die Schüsse da einfach mit dem nicht klarkommen, dass man halt so nah dran ist oder so, kein Plan. Ob die Türme da einfach nicht hinterherkommen, eigentlich müssten sie ja, ich meine, die drehen ja relativ schnell von, erwähnt sie ja auch. Naja. Wir haben auf jeden Fall 15 Zitadellen gemacht, das ist,
sagen, für jeden Turm ein, für jeden Schuss eine Zitadelle. Ist doch ganz geil, muss ich sagen. War echt, ja, schnicke. Und ja, das war's dann jetzt mit der Kanarien Venezia. Doch ganz gutes Schiff, kannst gut pushen, hast gut Kanonen, klar, ich meine, ne, und so Torpedos, du hast eigentlich auch ganz schön. Also du bist so ähnlich wie die Napoli, nur halt nicht so gut gepanzert und nicht so viel Leben und alles halt, ne? Und du hast halt weniger Türme. Und halt schlechtere. Ne, du hast mehr Türme, aber schlechtere Panzerung, so möchte ich das. Napoli hat halt weniger Türme und halt bessere Panzerung. So, aber an sich war es doch ganz gut. Und die hat auch mehr ein Torpedo mehr auf jeder Seite, das stimmt auch noch. Aber die hat nicht so einen guten Winkel, was die Torpedo. Dass das Torpedowerfen angeht. Also zumindest nicht nach vorne hin. Nach hinten schon, weil die hat ja die Torpedos hinten, die Napoli. Und die Venezia hat die halt in der Mitte und deswegen der Wurf ist dann nach vorne besser, aber nach hinten dann ein bisschen schlecht tatsächlich. Naja. Gut, danke fürs Sehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.